Grosses Kino in Oberwil. Innerhalb von kürzester Zeit ist der Neubau von der Gemeindeverwaltung, den ihr hinter uns seht, förmlich aus dem Boden rausgesprießt. André, was bietet das Haus denn jetzt? Auf was können sich sämtliche Mitarbeiter und notabene aber auch die Bevölkerung von Oberwil freuen? Also etwas, was sicher gemeinsam ist, was sich beide sehr darauf freuen können und die Mitarbeiter die Erfahrung schon gemacht haben, dass einfach einerseits alle Mitarbeitenden unter einem Dach sind. Wir sind vorher auf 6 Liegenschaften verteilt gewesen. Und das heisst auf die Bevölkerung, dass sie sämtliche Dienstleistungen jetzt an einem Ort können beziehen und nicht durchs halbe Dorf müssen spazieren müssen, um ihre Sachen können abholen. Wie sind die ersten Erfahrungen jetzt gerade von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus? Laufen die angedenkten Wege, die ihr euch hier geplant habt? Hat das bereits schon gewisse Erleichterung gegeben? Weil am Anfang ist immer alles zuerst ein bisschen fremd. Das ist ja so. Vor allem haben wir gleichzeitig mit dem Umzug auch noch die ganze IT umgestellt. Also das hat zum Teil auch ein bisschen Geduld verlangt von den Mitarbeitenden. Aber wenn man durchs Haus läuft, das Echo ist sehr gut, das gefällt ihnen. Es gefällt mir der Bau und die Erleichterungen, die merken wir schon, indem wir einfach einen kurzen Weg haben, wenn man etwas besprechen muss. Man bespricht es, man sitzt im Aufenthaltsraum, in der Pause und dort kann man schon genau auch Fragen stellen oder Sachen abklären. Es findet ein Austausch statt, der vorher nie so stattgefunden hat. Heisst das, dass ab sofort auch offen ist? Läuft der Betrieb schon in sich? Und wenn wir dann auch vorher schauen, was hat es mit dem Tag der offenen Tür auf sich? Also der Betrieb läuft seit dem 11. April. Da haben wir den ersten Tag gehabt, wo wir quasi gestartet sind für die Bevölkerung, die wir offen hatten. Und ja, das läuft jetzt sehr gut und es ist wirklich jetzt angelaufen gut. Tag der offenen Tür, das ist am 24. Juni, wenn auch das Dorffest Oberwil ist offen ist, haben wir gesagt, ja, das legen wir doch zusammen und nutzen gerade die Möglichkeit, einer breiten Bevölkerung können das Innenleben zu zeigen und dass sie auch einen Blick in die Kulissen vom Gemeindehaus können werfen. Von dir ein abschließendes Wort. Ich nehme an, da gibt es diverse Leute, die man müsste loben, vielleicht in Globo schnell. Also in Globo denke ich sicher alle, die an diesem Projekt beteiligt waren. Es war da bei den Planern, die überhaupt einmal das gestaltet haben, das Haus, aber dann auch Gemeinderat und Verwaltungsmitarbeiter natürlich, die das Projekt vorantrieben haben und sehr viel Schweiß gebraucht haben auch dabei. Und wir können jetzt, glaube ich, nicht glaubt, wir können stolz sein jetzt auf das, was hier steht und was wir jetzt haben in Oberwil.